Laktose ist Milchzucker. Milchzucker besteht aus zwei Einzelzuckern, Galaktose und Glucose. Im Dünndarm wird der Milchzucker durch die Laktase in die zwei Einzelzucker gespalten und die werden dann in die Blutbahn aufgenommen. Bei einer Laktoseintoleranz wird der Milchzucker nicht gespalten und er gelangt somit unverändert in den Dickdarm. Im Dickdarm wird der Milchzucker dann vergärt und die Gärungsprodukte die führen zu Durchfall. Ebenfalls führt die Gärung zu Gasbildung und diese Gasbildung macht dann Blähungen und Schmerzen. Also eine Laktoseintoleranz bekommt man, wenn das Enzym, die Laktase, welches den Milchzucker spaltet, nicht mehr gebildet wird. Es ist aber so, dass die Beschwerden nur auftreten, wenn man Milchzucker einnimmt. Es ist nie eine schwere Erkrankung. Bei der angeborenen Laktoseintoleranz wird von Geburt weg keine Laktase gebildet und die Beschwerden treten schon nach dem Stillen auf. Bei der erworbenen Laktoseintoleranz nimmt die Laktaseaktivität mit dem Alter ab und die Leute bekommen im jugendlichen Alter oder auch später die Symptome. Bei der passagieren Laktoseintoleranz, welche auftritt, wenn der Darm entzündet ist, wie zum Beispiel bei einer Zöliakie oder nach einem Magen-Darm-Infekt, diese Laktoseintoleranz wird nur so lange bestehen, solange die Entzündung im Darm vorhanden ist. Die Diagnose stellen wir heute, indem wir Milchzucker verabreichen. Der Milchzucker gelangt dann, wenn er nicht verdaut wird, in den Dickdarm. Im Dickdarm wird durch die Gärung Wasserstoff gebildet. Dieser Wasserstoff gelangt dann in die Lunge und diesen Wasserstoff kann man dann mit einem speziellen Atemsack auffangen und in einem Gerät analysieren. Es gibt Milchprodukte, die keine Laktose mehr enthalten. Zum Beispiel ausgereifter Hartkäse wie Sprinks oder Parmesan, die können unbedenklich eingenommen werden, da der Milchzucker hier nicht mehr vorhanden ist. In der Schweiz sind etwa 15-20% der Bevölkerung betroffen, aber in Asien oder in Afrika sind das bis zu 90%. Dass es international so unterschiedlich ist, das hat seinen Grund darin, dass sich die Leute über lange Zeit an diejenigen Lebensmittel gewöhnen, die sie eben konsumieren. Das heißt, wenn ein Volk über lange Zeit, über Hunderte oder Tausende von Jahren nie etwas mit Milch zu tun hatte, hat es auch die entsprechenden Eiweiße nicht, die helfen, die Milch abzubauen. Das heißt, wenn dann plötzlich Milch eingeführt wird in diesem Kulturraum, dann reagieren die Leute dann auch überdurchschnittlich häufig mit einer Laktoseintoleranz. Die Beschwerden verhindert man, wenn man keine milchzuckerhaltigen Produkte einnimmt. Es gibt eine Möglichkeit, laktosehaltige Nahrungsmittel einzunehmen, zum Beispiel wenn man unsicher ist oder wenn man in einem Restaurant essen geht. Man kann in Form von Tropfen oder Tabletten die Laktase zuführen und somit den Milchzucker spalten und somit die Beschwerden lindern oder verhindern. Ebenfalls kann eine Ernährungsberatung oder auch das Internet hier weiterhelfen, welche Produkte man einnehmen kann und welche nicht.